Wenn wir etwas Schlechtes tun, fühlen wir uns normalerweise schuldig. Moral Disengagement oder moralische Entkoppelung ermöglicht es, uns falsch zu verhalten und trotzdem ein gutes Gefühl über uns selbst zu haben, überzeugt davon, dass unsere eigenen moralischen Standards nicht auf uns zutreffen. Dieses psychologische Phänomen tritt in 8 Formen auf. Um mehr darüber zu erfahren, treffen wir Sarah, eine 16-Jährige, die in der Schule gemobbt wurde. Als der Lehrer die Verantwortlichen zur Rede stellt, nutzt jeder von ihnen eine Art moralische Loslösung, um sich zu rechtfertigen. Martin antwortet als Erster. Er sagt: "Ich wollte sie nur abhärten. Die Welt ist ein harter Ort und wenn sie ein bisschen Hänselei nicht erträgt, wie soll sie dann überleben?" Er benutzt moralische Rechtfertigung, um sein Verhalten als eine Art sozialen Beitrag darzustellen. Erik sagt: "Wir haben nur mit ihr herumgealbert, das ist kein großes Ding." Indem er Mobbing als Herumalbern bezeichnet, lässt er es harmloser erscheinen, als es ist. Das nennt man euphemistische Umschreibung, also beschönigende Sprache. Anna sagt: "Andere Kinder klauen, wir haben nur Spaß gehabt." Indem sie ihr Verhalten mit Dingen vergleicht, die sie für schlimmer hält, erscheint ihr eigenes Verhalten in einem positiven Licht. Anna verwendet vorteilhafte Vergleiche. Deborah ist als Nächste dran. "Es ist nicht meine Schuld. Die anderen haben mich dazu gebracht." Sie spielt das Opfer und behauptet, sie habe nur Befehle befolgt. Dies wird als Verlagerung der Verantwortung bezeichnet. Daniel ist empört. "Warum werde ich herausgegriffen? Ich bin nicht der Einzige. Jeder hat es gemacht." Indem er auf die anderen Beteiligten hinweist, minimiert er seine eigene Rolle und zerstreut oder verleugnet damit die Verantwortung. Samuel sieht kein Problem. Sie übertreibt. Es ist nicht so, als wären wir Monster, die Menschen lebendig fressen. Samuel versucht, seine Schuld zu verringern, indem er Sarahs Gefühle herunterspielt und die Konsequenzen ignoriert. Hector greift zur Entmenschlichung, als er sagt: "Sie ist ein komischer Kauz und gehört in einen Zoo." Er deutet an, dass Sarah ein Tier ist und daher weniger Respekt und Empathie verdient. Anton lacht. Wenn sie nicht ausgelacht werden wollte, sollte sie sich nicht so seltsam verhalten. Es ist ihre Schuld. Siehst du, was sie in der Schule trägt? Anton beschuldigt Sarah und stellt seine Handlungen als reine Reaktion dar. Das nennt man Schuldzuweisung. Der Lehrer erkennt, was vor sich geht. Er sagt jedem persönlich, dass er solches Verhalten in seiner Klasse nicht toleriert. Suspendiert die 8 Mobber für eine Woche und gibt ihnen Hausaufgaben, um über ihre schwachen Rechtfertigungen nachzudenken. In der nächsten Woche stellt er in der Klasse die 8 Prinzipien vor und erklärt, wie moralische Entkoppelung zu einem Anstieg der Gewalt und einer Verringerung der Empathie führen kann. Die Theorie wurde von Albert Bandura entwickelt, einem Psychologen, der vor allem über seine Arbeit zur sozialkognitiven Lerntheorie bekannt ist. Über den moralischen Rückzug schrieb er: "Die meisten Menschen haben Standards, anhand derer sie die Moralität ihrer Handlungen bewerten. Solche Selbstsanktionen funktionieren jedoch nur, wenn sie aktiviert werden." Was denkst du? Hast du jemals moralische Entkoppelung benutzt, um schlechtes Verhalten zu rechtfertigen? Und denkst du, dass Schüler davon profitieren würden, darüber zu lernen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten mit. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts.